dann verstehe ich nicht, wie man da noch an Gott glauben kann, wenn man wirklich an Gott glaubt. Diese Familien sagen dann aber, ja, Gott hat uns eine Prüfung gestellt und diese müssen wir durchgehen. Meiner Ansicht nach ist das einfach nur eine Ausrede dafür, ja, dass man eben sich irgendwo denkt, okay, da ist ein Konflikt. Warum hat Gott das Kind sterben lassen? Das muss eine Prüfung sein. Sozusagen eine Rettung der Religion in diesem Fall. So sehe ich das Ganze. Wie gesagt, das kann jeder anders sehen. Also seid da jetzt bitte nicht sauer auf mich oder sonst irgendwas, wenn ihr meine Meinung nicht teilt. Ihr sollt meine Meinung nicht teilen. Also, was, ihr könnt sie teilen, aber ihr sollt sie ja nicht teilen. Oh, aus leer, dann können wir mal rausgehen und anfangen zu bauen. Ja, aber ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ich persönlich bin halt mehr oder weniger dann Atheist und glaube da nicht wirklich an Gott. Dann ist natürlich klar die Frage, an was glaube ich dann, ne? Das ist so die Sache. Also für mich ist eine der überzeugendsten Religionen, wenn man so nennen kann, der Buddhismus zum Beispiel. Wenn ich jemals mich für eine Religion wirklich innig entscheiden würde, dann wäre es wahrscheinlich der Buddhismus. Auch wenn der Buddhismus natürlich mit gewissen Wiedergeburtstheorien, naja, oder da diesen von, ach, man wird immer weitergetragen, so nach dem Motto. Ja, aber so fail liegt der Buddhismus da, finde ich, gar nicht. Also das kann schon durchaus sein. Vor allem, weil der Dalai Lama sicher auch viel mit den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft aus der Gehirnforschung beschäftigt. Und das ist eben Wissenschaft. Und da ist der Buddhismus sehr, sehr fortschrittlich, finde ich. Vor allem auch, weil die Kirche, die christliche Kirche, ja, einem eine Meinung vorgibt. Sprich, also das würden sie abstreiten, aber wenn man streng gläubig ist, lebt man nach der Bibel und die Bibel gibt nur mal gewisse Grundsätze vor. Da kann man mir erzählen, was man will. Und der Buddhismus zum Beispiel sagt, man kann seine Meinung auch ändern. Alles unterliegt der Veränderung und dem Wandel. Alles kann sich ändern und so auch eine Meinung. So, wartet mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, ich fange hier an. Und zwar möchte ich eine Mauer errichten, Leute. Ja, ich möchte eine Mauer um mein Haus errichten, wo man dann, ja, sozusagen rein muss, ja. Und das kostet übel viel Stein, aber wir wollen das machen. Ja, also, wo man dann sozusagen hier halt da durch muss, da wird es ein Tor geben zu dieser Mauer. So, jetzt müssen wir uns aber mal hier langsam so ein bisschen vortasten. So. Ich baue das nämlich jetzt mal so. Also wie gesagt, ich bin da eher auf einem atheistischen Wege. Wie gesagt, jedem das seine. Ich kann wirklich vollkommen die Leute verstehen, die daran auch glauben. Vor allem, es ist sau wichtig. Ja, was heißt sau wichtig? Glaube, ja doch, Glaube ist sehr wichtig in einem Leben, finde ich. Man muss an etwas glauben. Und viele Leute glauben an die Kirche, viele Leute glauben an Gott. Und vielen Leuten, ja, gibt dieser Glaube an Gott auch einen unglaublichen Halt. Gerade ältere Leute, ja, die verlieren irgendjemanden aus der Familie und gehen dann öfter in die Kirche und finden da mit der Kirche und Gott einen Weg, das zu verarbeiten. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das finde ich sehr gut sogar. Ja, deswegen, ich möchte keineswegs die Kirche jetzt komplett verurteilen. Also der Glaube an sich ist schon gut, aber ist natürlich fragwürdig. Die Kirche hat natürlich auch viel Mist gebaut, ne? Immer wieder Missbrauchsfälle in der Vergangenheit. Die Ablassbriefe waren schon echt fail. Da gibt's einiges, was nicht so toll lief in der Kirche. Und auch wenn man das jetzt abstreiten mag oder so, das kann man meiner Meinung nach nicht abstreiten. Martin Luther hat ja dann den Weg der Evangelien gewählt, indem er gesagt hat, hier 99 Thesen gegen den Ablasshandel, wir wollen uns davon abgrenzen. Wir sagen, das ist so und so. Klar, kann man machen. Wartet mal, so, hier, jetzt machen wir das nämlich so. Und hier gehen wir jetzt mal davon aus, dass keiner über den See gehen kann, auch wenn da natürlich jemand drüber gehen kann. Aber gucken, wie wir das später machen, weil ich möchte durch das Fenster eigentlich nicht den Sonnenauf- und Untergang verlieren. Das wäre ärgerlich, weil das ist schön. Ja, also das ist ein bisschen fragwürdig. Generell auch die Relikte der Kirche sind ein bisschen fragwürdig. Man hat ja zum Beispiel durch Radiokarbon-Methoden herausgefunden, dass das Turiner Grabtuch gar nicht so alt ist. Dass es das Turiner Grabtuch sein könnte normalerweise. Mein Mathelehrer hat dazu gesagt, ja, zu der Zeit brauchte man halt ein bisschen Geld in Turin und da haben die Turiner sich gedacht, ja, warum denn nicht? Mit Relikten lässt sich gut Geld verdienen. Ich glaube, wir haben das Turiner Grabtuch gefunden. So nach dem Motto. Klar, ist natürlich auch eine gewagte These, aber so muss man sich das auch mal überlegen. Vielleicht waren wirklich viele, ja, Relikte gar keine Relikte von Heiligen, sondern Knochen von irgendwelchen Sterblichen oder sonst irgendwas,
Weil, ich meine, wer will das denn nachprüfen? Früher hatte man gar nicht die Wissenschaft dazu, um zu sagen, dieser Knochen ist vom Papst Johannes Paul dem Wievielten sonst irgendwas oder der ist von Karl Ratzinger. Nein, da konnte man gar nichts nachprüfen. Da war einfach Ende und Schluss aus Ende dann, ne? Da konnte man nichts prüfen. Da hat man denen geglaubt, dass das Turiner Grabtuch ist. Und das ist natürlich auch so ein bisschen. Zudem Religion, wenn man sich zum Beispiel den Islam anguckt. Jetzt habe ich wahrscheinlich schon wieder ein Fass aufgemacht mit dem Islam. Aber, ja, die Leute, die den Islam kennen und die Leute, die den Islam ehren, die Leute, die den Koran richtig lesen können, die werden genauso wie ich wissen, dass der Koran oder der Islam an sich gar keine brutale Religion ist, sondern dass dieser brutale Religion an sich eigentlich mehr oder weniger auch, ja, ich sag mal, in, ja, hier, wie heißt es, in den früheren Zeiten lag, wo Mohammed ja noch ordentlich erobert hat. Da lag das ja oft, da haben sie gesagt, hier Dschihad, heiliger Krieg und sowas. Und ja, dann wurde halt ein bisschen der Koran mal falsch interpretiert, weil, so wie ich gehört habe, kann man den Koran wohl auch auf verschiedene Arten interpretieren. Und das ist auch ein großes Problem heutzutage. Ich muss gleich mal weggehen hier und mal pennen gehen. Und das ist halt auch ein großes Problem zum Beispiel heutzutage, dass viele Leute, es ist nun mal so, dass wir in Deutschland viele Bauern haben, muslimische Bauern, da können wir sagen, was er wollte, es ist so. Hat er da... Alter! Du Pisser! Warum baut der schon wieder... Boah. Boah, wie ich die Endermans einfach hasse, ne? Ich hasse euch. Könnt gar nicht glauben, wie ich euch hasse. Ja, boah. Er baut da wieder mein halbes Haus ab. Hat sie wieder die Decke abgebaut? Nein. Ach, warte mal, habt ihr hier was abgebaut? Aber die interpretieren einfach den Koran teilweise total falsch. Koran ist sehr offen in der Interpretation halt. Ja, und dadurch kann auch schon mal rauskommen, dass man sagt, hier, guck mal, da sagt der Koran, aber wir müssen Dschihad machen. Und dann denken sich einige Leute, oh, okay, Koran sagt Dschihad, dann setze ich mir mal mein Schwert auf und dann gehe ich Dschihad machen. So, und dann hat sich die Sache. Das ist natürlich falsch. Der Muslim, der Islam ist natürlich sehr umstritten in der heutigen Welt. Ja, viele Terroristen werden mit dem Islam verglichen, obwohl das ja auch nochmal zwei verschiedene Parteien sind, Islam und Terroristen. Aber es ist halt so. Der Islam wird damit verbunden, der Islam wird dadurch in ein schlechtes Licht gestellt. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, dass der Islam meiner Meinung nach in den Traditionen so ein bisschen schon veraltet ist. Also das mit dem Kopftuch ist ja zum Beispiel so eine Sache, ja, ich weiß nicht, ob es im Koran steht. Ich glaube, selbst die Kopftuchfrage ist im Koran nicht komplett geklärt. Aber da kann mich ja vielleicht mal ein Fachmann aufklären. Das finde ich sehr interessant. Aber ich gehe jetzt mal in dem Folgenden, was ich sage, davon aus, dass das Kopftuch in irgendeiner Weise Pflicht ist für Muslime. Also ich sehe es zumindest oft und es wird, wenn ich mit Muslimen spreche, immer ja gesagt, dass dieses Kopftuch Pflicht ist ab einem bestimmten Alter. Vielleicht ist das auch falsch, wäre für mich auch mal interessant, das zu wissen. Vielleicht machen die Leute hier bei mir in der Umgebung das ja alle einfach nur falsch. Kann sein. Ja, wie heißt es hier? Finde ich zum Beispiel völliger Schwachsinn, dass da teilweise dann Ehrenmorde begangen werden. Nur aus dem Grund, weil Madame XY oder Frau XY gar kein Kopftuch tragen will, aber die Familie sagt, hör mal, das gehört dazu und du trägst das Kopftuch jetzt. Oder weil Frau so und so mit dem deutschen Mann zusammen sein will, aber der Vater sagt, hör mal, das geht so nicht, du brauchst einen muslimischen. Ja, das sind zum Beispiel so Sachen, wo ich mich frage, aus solchen Gründen einen Ehrenmord zu begehen, ist meiner Meinung nach vollkommener Schwachsinn. Also, das ist echt, das geht null mit der Zeit. Ich meine, man muss nicht mit der Zeit gehen, ne? Aber das ist einfach, ja, vernunftstechnisch schon total daneben. Genauso wie man, finde ich, einer Frau nicht vorschreiben kann, trag ein Kopftuch ab einem bestimmten Alter. Da wird doch das Individualrecht der Frau total eingeschränkt. Und wie das eingeschränkt wird, finde ich auch totaler Schwachsinn. Also, das sind zum Beispiel so Sachen, wo ich sage, ja, da ist ein Muslim schon, finde ich, nicht ganz so das. Aber ich meine, da habe ich ja auch schon mal drüber geredet. Solange das in einem muslimischen Land gemacht wird und die dort ihre Traditionen leben gerne, da habe ich kein Problem mit, wirklich null Problem mit. Sie sollen gerne ihre Tradition leben, wenn es ihre Tradition ist, dann gehört es zur Kultur. Und da bin ich vollkommen, wirklich vollkommen mit einverstanden. Und da würde ich auch nie etwas gegen sagen.
das halt, was ich dagegen sage, oder was ich, na, dagegen sage ja nicht, also das, was meine Meinung ist, ist halt, dass es für mich wäre diese Religion nicht. Deswegen übe ich sie ja auch nicht aus oder bin nicht in deren Glaubensrichtung gläubig. Für mich wäre es nichts. Und ja, was ich halt nicht in Ordnung finde, ist diese Integrationssache, dass dann teilweise muslimische Rituale oder Riten hier übernommen werden.